So, willkommen Leute. Ich habe euch ja noch was versprochen. Tada! Hier ist mal eine kleine Helmauswahl von den Aerohelmen. Warum? Wieso? Weshalb? Das ist mein aktueller. Ist schon ein paar Rennen hinter sich. Jetzt soll es ein neuer werden. Warum soll es ein neuer werden? Ich war ja vor 2 Wochen auf der Bahn mit der Triathlon Crew Cologne und da haben wir unter anderem festgestellt, dass bei mir eine große Angriffsfläche der Helm ist, wo halt viel Verbesserungspotenzial drin steckt. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal Helme zukommen lassen, die ich euch jetzt auf dem Rad direkt mal zeigen werde. Ich habe sie eingespannt. Ich werde das Ganze dann von vorne und von der Seite filmen. Und dann hoffe ich, könnt ihr auch ein bisschen einen Unterschied sehen. Ich habe es schon mal angetestet, ich weiß, wo der Unterschied ist. Es sind allerdings mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Zum einen ist es die Mobilität der Schultergegenregionen und so weiter. Wie ihr den Kopf hängen lässt. Hängen lässt, ja. Und dann, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass der Helm auch so eine entscheidende Rolle spielt, wie und wo der sitzt. Und ja, bei den Tests kam das halt raus, dass der, den ich habe, so typisch ein Triathlon-Helm ist. Was typisch Triathlon-Helm heißt, seht ihr auch nachher, zeige ich euch. Es ist halt quasi, gibt quasi zwei unterschiedliche Arten, sage ich jetzt mal als Laie. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, guckt euch mal die normalen Rennradfahrer an, wenn die auf einem Zeitfahrer sitzen und einen typischen Triathlet. Bei dem Triathlet ist halt immer so eine Beule vorne über dem Kopf, was halt eine riesen Angriffsfläche ist. Aber mehr dazu später. Jo, ich habe mich mal hübsch gemacht mit Alien Helm. Also wie gesagt, das ist mein jetziger Helm und der hat, wie ihr gleich seht, gar nicht so gut abgeschnitten. Hier ist jetzt schön zu erkennen, wie der Helm fast 15 cm übersteht und dadurch natürlich eine riesen Angriffsfläche für den Wind bietet. Willkommen zu Nummer 2. Hier ganz cool der Verschluss, das ist so ein Magnetverschluss. Ich hatte auch den Med Drone, wie auch immer man den nennen mag, in der Hand. Den hatte ich bei dem Test auf der Bahn auch auf. Das Problem ist, da gab es das Visier nicht verspiegelt und ich finde das ziemlich doof, wenn man den ganzen Tag in der Sonne im Optimalfall fährt und das Visier ist nicht verspiegelt. Ne? So, jetzt gucken wir uns den Unterschied zu dem schon mal an. So, dem Kenner fällt direkt auf, hier ist ein ganz klarer Unterschied zu der Höhe, die der Helm überragt über den Rest vom Körper. So, bei dem Helm habe ich schon das Problem, dass das Visier halt ziemlich auf die Nase drückt. Ja. Also eher ein Helm, der nicht so gut passt. So, der nächste im Bunde ist der Aerohead von Giro. Der ist, glaube ich, auch ziemlich oft im Einsatz bei den normalen Rennradfahrern, wenn die auf dem Zeitfahrer sind. Macht einen ziemlich soliden Eindruck. Werden wir den mal testen. Ist von der Passform wesentlich besser als der Med-Helm. Und hat hier also eine deutlich größere Aussparung an der Nase, passt mir persönlich halt besser. Auch der hier passt wesentlich besser. Man sieht quasi eine Linie vom Helm über den Rücken. So, und der letzte im Bunde. Auch wieder ein Modell von Giro. Und zwar der Vanquish. Und ich glaube, rein von der Passform könnte das ein Favorit sein. Aber das sehen wir dann. Jetzt gucken wir erstmal, wie der aussieht. Also ein ganz cooles Visier mit Magnet.
dem sieht man wieder deutlich besser von der Aerodynamik als der Hoodie Project. Also ich habe jetzt die Qual der Wahl und werde mir wohl einen aussuchen. Das heißt, habt ihr ein bisschen die Vor- und Nachteile gesehen, wie die ganzen Helme halt nochmal geschnitten sind, wie windanfällig die sind oder auch nicht. Und was ihr vor allen Dingen gesehen habt, ist, dass Testen halt wirklich Sinn macht. Und zwar bei jedem Kopf, jeder Kopf ist verschieden, jeder hat eine andere Passform. Bei jedem sitzt der Helm vielleicht etwas anders und daher, ja, ich hatte bis jetzt auch immer den Wingfly, Wing 57 heißt der, glaube ich, von, genau, Wing 57 von Rudy Project. Wing 57 von Rudy Project. Hat mir immer teure Dienste geleistet. Wobei ich sagen muss, bei der langen Distanz hat er mir echt nach ein paar, ich glaube 90 oder 100 Kilometer an den Ohren ein bisschen gedrückt. Und daher fällt meine Wahl dieses Mal auf den Giro Renkisch, weil der hat die Ohren frei, ist trotzdem aerodynamisch geschnitten und der passt mir einfach richtig gut. Und was ich auch cool finde, ist, wie gesagt, das verspiegelte Visier. Ist doof, wenn keine Sonne ist, dafür umso cooler, wenn Sonne ist. So sieht's aus bei mir. Hab mich eigentlich auch schon entschieden, bei mir wird's der Renkisch werden. Und den werde ich dann wohl am 7.7. beziehungsweise, ist schon früher einsetzen. Am 5.5. ist der erste Wettkampf. Sprintdistanz in Mülheim-Kärlich. Und dort dürfte der Helm dann mal zum Einsatz kommen. Bis dahin muss er noch ein bisschen warten. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen und ja, wie gesagt, schaut bei der Helmauswahl wirklich, ist meine persönliche Empfehlung oder mein Tipp für euch, probiert verschiedene Helme an, guckt, wie sie euch passen und vor allen Dingen, gerade beim Zeitverhelmen, schaut euch das von der Seite an nachher. Das ist echt ein immenser Unterschied, wie die Helme von der Seite aussehen und wie windanfällig sie sein können. Und dadurch könnt ihr nämlich auch einiges sparen an Zeit. Und Zeit soll ja wichtig sein bei einem Wettkampf. Und Daumen hoch, wenn ihr mehr Videos haben wollt. Bis dahin, sportlich bleiben. Tschüss.